Zweite. Hallo und herzlich willkommen zu Wien TV. Ich bin Andrea. Und ich bin Jan. Wir sind heute hier, weil wir unser neues Projekt vorstellen möchten. Wir organisieren nämlich gerade mit vielen anderen eine Veranstaltung namens Symbiosium, die Tage der außerordentlichen Psychologien, welche Ende des Monats in Wien, genauer gesagt in der Uni Wien, stattfinden wird. Beim Symbiosium Ende Mai haben wir eine Reihe von Vorträgen, die für uns außerordentliche Psychologien sind. Das sind Psychologien wie Bewusstseinsforschung, Kulturpsychologie, feministische Psychologie, Traumatherapie, Umweltpsychologie, Antipsychiatrie, kritische Psychologie, was hatten wir noch nicht, qualitative Methoden und auch eine ganz besondere Lampe, nämlich die Lucia Nummer 3, wird anwesend sein. Und da in unserer Gruppe das leibliche Wohl auch sehr wichtig ist und das Beisammensein, gibt es auch eine Volksküche, ein kleines Straßenfest und rundherum einen Kommunikationsraum. Rauschende Abschiedsparty am Samstagabend. Im Innenhof des Psychologikums. Genau. Was gibt es noch zu sagen? Vielleicht auch zu uns? Genau. Wir sind eine Gruppe, eigentlich alle Psychologiestudierende. Genau, wir haben uns Anfang des letzten Wintersemesters zusammengefunden, um uns mit kritischer Psychologie beschäftigen, weil sie in der Universität in unserem Studium keinen Platz gefunden hat bisher. Deswegen haben wir einen Lesekreis gegründet und sind da jetzt zu manchmal bis zu 15 am Lesen. Und aus dieser Gruppe heraus haben wir einfach jetzt dieses Projekt geplant, weil wir so viel Zeit haben neben unserem Studieren und der ganzen Lohnarbeit, ne? Und jetzt geht's weiter mit den Kurznachrichten. In Madrid auf der Puerta del Sol demonstrierten vergangenen Samstag 30.000 Menschen. Sie wollten mit ihrem Protest an die Besetzungen von vergangenem Jahr erinnern, bei denen in 58 Städten Spaniens die Indignados wochenlang öffentliche Plätze besetzten. Am 15. Mai jährt sich der Beginn dieser Proteste unter Democracia Real Ya, echte Demokratie jetzt. Weltweite Beachtung fanden und in Amerika als Occupy Wall Street ihren Niederschlag fanden. Als vergangenen Sonntag um 5 Uhr morgens hunderte Demonstrierende wieder eine Zeltstadt aufbauen wollten, löste die Polizei die Versammlung gewaltsam auf und verhaftete mindestens 11 Aktivistinnen. Martin Balluch berichtet über den Vorfall in Kalifornien, wo Polizisten einen Obdachlosen scheinbar grundlos prügelten. Der Mann starb 5 Tage später an den Folgen dieses Übergriffes. Zitat Balluch: Erschütternderweise entsteht der Eindruck, dass sich gerade bei der Polizei Menschen sammeln, die gerne ungestraft andere Menschen physisch misshandeln wollen. Der folgende Kurzfilm Im Namen des Konsums ist eine Studienabschlussarbeit von Jacek Boguszewski im Bereich Kommunikationsdesign an der Design Factory International. Der Spot soll ein Bewusstsein schaffen für die Probleme unserer Konsumkultur und deren Komplexität. Jede unserer Kaufentscheidungen hat weitreichende Folgen, die wir beim Konsumieren bedenken sollten. Bohème. Star der New Bohemian Gastarbeiteropera ist im Gefängnis. Patrick Bongola aka Top Bocke wurde am Montag, den 14. Mai um 8 Uhr inhaftiert, weil er sich am 19.01.2012 im Zuge einer Demonstration gegen eine Charterabschiebung entgegensetzte und in einen Polizeikessel geriet. Er erhielt eine Verwaltungsstrafe, welche er als Musiker und Familienvater nicht zahlen kann. Top Bocke ist für das Recht auf Demonstrationsfreiheit ins Gefängnis gegangen. Wir von Wien TV werden nächste Woche darüber genauer berichten. Wer den Polizist? Es ist die Zeit, das hinzusehen und endlich zu kapieren. Bildung steigt und fällt die Stadt. Wir sind alle Wien. Kennst du meine Stadt? Komm, ich zeig sie dir. Alarm, Superrot in der VAI. Elite-Gruppe, Einheit, Anti-Terror-Kommando. Am Donau sieht der UNO, bin ich Sicherheit, wie sie hoch. Laufen jeder Moslem ist ein böser Terrorist. Und das jeder Afrikaner in der Bahn mit Drogen wie. Glaubst du an mehr Sicherheit und mehr HC? Dann komm mit mir durch meine Stadt, ich zeige dir was. Blockupy Frankfurt Update. Wie schon letzte Woche berichtet, wurde von der Stadt Frankfurt die Proteste unter dem Namen Blockupy Frankfurt verboten. Mit Konstantin Wecker haben die Aktivisten
Aktivistinnen einen weiteren Unterstützer gefunden, der zu den Protesten vom 16. bis 19. Mai aufruft. Zitat Wecker: Ich werde am Donnerstagnachmittag gemeinsam mit vielen anderen Künstlerinnen singen und demonstrieren. Ich freue mich darauf, diesen Protest gemeinsam mit euch allen auf die Straße zu tragen. Empört euch! 8. Mai, nazifrei. Tag der Befreiung versus Trauerfeier. Wir waren für euch auf der diesjährigen Demonstration gegen den Trauermarsch anlässlich des 8. Mai. Nicht für alle stellte 8. Mai 1945 einen Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus dar. Und so trauerten auch dieses Jahr FPÖ-Politiker gemeinsam mit schlagenden Burschenschaftlern um die Niederlage Österreichs im Zweiten Weltkrieg. Während die Zahl der teilnehmenden Politiker im letzten Jahr immer weniger wurde, stieg die Zahl der Polizeikräfte massiv an. Demonstriert werden konnte, dass auch die WKR-Leute nicht dazulernen können, denn schon ein zweites Mal wurde die Website gehackt und ein süßes kleines Pony als Hintergrund gewählt. Nun der Clip. Am 8. Mai wird in vielen Städten Europas der Tag der Befreiung gefeiert. Vor über 65 Jahren endete die Herrschaft des nationalsozialistischen Regimes und somit gibt es guten Grund, diesen Tag zu zelebrieren. In manchen Ländern ist dieser Tag sogar ein richtiger Feiertag. Bei uns wird der 8. Mai allerdings von skurrilen Geschehnissen untermalt. Der Ring Volkstreuer Verbände trauert an diesem Tag gemeinsam mit deutschnationalen Burschenschaften, den gefallenen Soldaten der beiden Weltkriege und verspottet somit die Opfer des Naziregimes. Gesammelt gehen am Abend dann die alten und jungen Männer, von unzähligen Polizistinnen bewacht, durch die Innenstadt, um zur Krypta am Heldenplatz zu gelangen. Große Teile des ersten Bezirks werden dafür fast hermetisch abgeriegelt, um etwaige Zusammenstöße zwischen dem Trauerzug und den antifaschistischen Demonstrierenden zu vermeiden. Trotz der mittlerweile wachsenden Kritik an diesem Marsch wird er seit Jahren von der Polizeidirektion Wien genehmigt und die Proteste gegen diesen kriminalisiert. Im Namen des Ringes Volkstreuer Verbände begrüße ich Sie zu unserem diesjährigen Totengedenken. Dass der Sinn unseres Gedenkens ganz bewusst und versehen mit einer breiten Palette an Hintergedanken umgedeutet wird, ist mittlerweile zu einer traurigen Tradition geworden. Die politisch Verbissenen und Verblendeten, die Sie zu meiner Rechten in Aktion sehen können, sind nach wie vor der festen Überzeugung, das Andenken an unsere und damit auch an deren eigene Vorfahren in den Schmutz ziehen zu müssen. Wir hingegen lassen uns auch dieses Jahr trotz größter Widerstände nicht davon abbringen, aller Toter und Gefallenen der beiden Weltkriege in ehrenvoller Weise zu gedenken. Dass dies natürlich auch die Toten und Gefallenen unseres eigenen Volkes mit einschließt, ist für uns eine Selbstverständlichkeit, die in Zeiten wie diesen ganz offensichtlich nicht mehr opportun erscheint. Polizisten schützen die Faschisten, wird laut gerufen. Traurig. 12. Mai 2012, Zeltstadt der Frauen, Occupy Patriarchy. Am 12. Mai fand rund um den Ring die Aktion aus, Aktion Umsetzung sofort statt.
bei der zahlreiche Fraueninitiativen und Vereine unter dem Motto Occupy Patriarchy für ihre Rechte demonstrierten. Am 12. Mai fand auf der Wiener Ringstraße die Zeltstadt der 20.000 Frauen statt. Veranstalterin war die Plattform der 20.000 Frauen, die auch schon letztes Jahr eine große Frauendemonstration am Frauentag organisiert hatte. Trotz des schlechten Wetters waren viele Frauen auch aus Wien auf den Bundesländern gekommen und versammelten sich in insgesamt 60 Zelten rund um den Ring, um ihre Forderungen auf die Straße zu treiben. Ich bin keine Person da, aber im Grunde bin ich von der Internationalen Aktionsgemeinschaft bildender Künstlerinnen. Und wir haben letztes Jahr zum 100-jährigen Frauentag so Zitate zusammengesammelt von verschiedensten historischen Frauen, die uns spannend erschienen, wichtig erschienen, um Forderungen, die wir heute noch haben, also die das irgendwie ausdrücken und Forderungen, die wir heute noch haben, einfach zu zeigen. Und ich habe heute mit einer Kollegin von der Intakt beschlossen, wir machen einfach mit Kreide, beschreiben wir den Ring mit diesen Forderungen. Teilweise haben wir auch Sätze von uns selber, jetzt einfach, was uns da jetzt bewegt, aber eben auch historische Frauen lassen wir da zur Sprache kommen. Also wir sind von WIKE, vom Entwicklungspolitischen Netzwerk für Frauenrechte und feministische Perspektiven. Und die Gruppe, die hier vertreten ist, sind die Young Feminists von unserem Netzwerk. Das sind junge Frauen, die sich zusammengetan haben, um Aktionen zu setzen, sich über verschiedene Inhalte auszutauschen, zu verschiedenen Themen zu arbeiten. Und wir haben uns gedacht, ja, wir wollen WIKE hier auch repräsentieren und auch auf die entwicklungspolitischen oder entwicklungspolitisch relevanten Ziele hinweisen, hier in der Zeltstadt der Frauen. Wir sind ein Netzwerk, wo vor allem Organisationen Mitglieder sind. Und wir haben Arbeitsgruppen, wo inhaltlich gearbeitet wird, machen Veranstaltungen, Presseaussendungen, Advocacy-Arbeit, wo dann Briefe verschickt werden. Ja, das ist so, man kann mitarbeiten, also das Netzwerk ist offen für auch alle interessierten Einzelfrauen und man kann sich einfach einklinken, wenn man zu einem bestimmten Thema mitarbeiten möchte, aber man kann auch Veranstaltungen besuchen, es werden auch Positionspapiere rausgegeben oder auch Reader, Handbücher, wie auch immer, also einiges. Man kann auch auf der Homepage nachschauen unter www.widenetzwerk.at. Ich wollte nur sagen, dass wir heute unter dem Motto hier stehen, dass wir Frauen sichtbar machen möchten. Also wir haben hier Zitate von Frauen aus dem entwicklungspolitischen Umfeld aufgehängt, die jeder sich pflücken kann und jeder. Wir haben einen Spiegel, wo man sich auch selbst sichtbar machen kann und wir machen alle 10 Minuten oder etwas seltener die unendliche Pressekonferenz, wo wir einfach Frauen vorstellen, die irgendwie mit Entwicklungspolitik zu tun haben und sich für Frauenrechte einsetzen. Ja. Wir kommen aus einem Frauenwohnprojekt, und zwar aus dem Frauenwohnprojekt Rosa, Donaustadt. Wir bewohnen seit 2 Jahren ein gemeinsames Haus und haben es Johanna-Donal-Haus genannt. Ja, wir werben auch dafür, dass man wesentlich gemeinschaftlicher wohnt als alle vereinzelt. Speziell für Frauen ist das günstig. Wir fühlen uns dort sehr wohl. Bei all dem, was es an gemeinschaftlichen Sachen gibt, von sehr erfreulichen Situationen bis zu Konfliktsituationen, müssen wir alles bewältigen. Aber es lohnt sich sehr, weil jetzt zum Beispiel hat sich eine junge Frau mit einem Kind die Kniescheibe gebrochen und sie wird einfach bestens versorgt. Also es gibt genau insgesamt 40 Wohneinheiten. Es gibt Studenten, Studentinnen-WGs, aber sie sind nicht in der Mehrheit. In der Mehrheit sind die Jungfamilien, aber genauso gibt es viele Single-Haushalte oder ja, Lebensgemeinschaften. Ja, die Gemeinschaft ist einfach super bei uns, weil man ist eigentlich nie alleine. Man geht auf den Balkon raus und sagt, hallo, wie geht's da? Oder wir kochen gemeinsam Mittagessen. Wir machen verschiedene andere Sachen. Wir haben eine Pilates-Gruppe im Haus und eine Tanzgruppe. Und man kann jederzeit an Aktivitäten teilnehmen, wenn man möchte. Wenn man nicht möchte, bleibt man halt fern. Am 11. Mai fand in der ÖGB-Zentrale die Veranstaltung Wege aus der Krise statt. Wir waren dabei und hier seht ihr den Beitrag.
wir werden einfach zugemüllt von den Medien, die einfach erzählen, dass der Sozialstaat die Ursache ist und dass es eben keine Alternative außer Sparpolitik, Sparpakete gibt. Und da ist es ganz wichtig, dass man eben eine andere Geschichte erzählt. Und ein Weg ist einfach wirklich, das auch direkt mit den Menschen zu tun, um auch ein besseres Verständnis zu erreichen. Kurswechsel, ein gutes Schlagwort. Was steckt denn da dahinter? Ja, der Kurswechsel ist eine Zeitschrift des BayGeWUM, das ist der Beirat für Gesellschafts-, Wirtschafts- und Umweltpolitische Alternativen. Und der bringt eben diese Zeitschrift viermal im Jahr raus. Und der aktuelle Kurswechsel beschäftigt sich mit dem Thema Sparen, Sparen, Sparen. Und dann gibt es noch ein Kapitel, das darum geht, Euro, Euro-Krise, soll man Länder, die manchen Kriterien nicht entsprechen, aus dem Euro werfen oder nicht. Also die Debatte wird auch angeschnitten. Und deswegen eine ganz aktuelle Debatte, die ja mit dem heutigen Thema der Veranstaltung eben gut zusammenpasst. Das Wirtschaftswunder bist du, sind wir. In welchem Kontext ist das zu verstehen? Das ist das Deckblatt von der grünen Wirtschaft. Also was sind die grünen Wege aus der Krise? Die grünen Wege aus der Krise sind sicherlich immer die Solidarität und die Umverteilung natürlich. Also das ist ja auch ein Teil der Solidarität und es hat mich sehr gefreut, dass es genau bei dieser Konferenz sehr eindeutig in diese Richtung gegangen ist. Dass es ein breiter Konsens ist und eine Perspektive für die Zukunft. Raus aus der EU ist überhaupt nicht die Lösung. Wir brauchen mehr EU, wir brauchen mehr europäische Integration, ganz, ganz dringend. Das zeigt uns die Krise. Aber nicht eine Sozialstaatsabbauunion und eine Kürzungsunion, wie es jetzt ist, dass endlich wieder diejenigen besteuert werden, die das Geld haben, also die Vermögenden, und auch diejenigen, die die Krise verursacht haben, die Finanzmärkte. Diese Dinge kann man auf europäischer Ebene gemeinsam machen, Europa sozial und demokratisch begründen. Das ist das, was wir brauchen. Nur noch ein paar Tipps für euch für die kommende Woche. Am Donnerstag, den Internationalen Tag gegen Homo- und Transphobie, findet im WUK die Progress im neuen Dressparty bei freiem Eintritt statt. Die Progress ist das Magazin der österreichischen Hochschülerinnenschaft und hat seit kurzem ein neues Gewand. Das will gefeiert werden. Und nur noch eine Sache für den Freitag. Da findet mal wieder die monatliche Critical Mass statt. Diesmal ist der Treffpunkt wie immer um 16.30 Uhr beim Schwarzenbergplatz. Ziel mit Verpflegung und Musik ist diesmal das Tüwi. Für alle, die schon um 16 Uhr Zeit haben, gibt es die Möglichkeit, auch am Schwarzenbergplatz ein paar Lastenräder-Tests zu fahren. Das bietet das Wiener Lastenradkollektiv an. Viel Spaß dabei! Nur noch eine Sache in eigener Sache. Falls ihr irgendwelches Filmmaterial habt für uns, dann schickt es uns doch an die redaktion@wintv.org. Das wäre großartig. Danke. Genau. Und dann noch eine schöne Woche und nicht vergessen. Woo!